Patricia Ionell hat die Anfeindungen satt. Nach der Geburt ihres Babys richtet sie ernste Worte an ihre Insta-Community. Patricia Ionell, 27, stemmt sich gegen die Müttermafia. Die Let's Dance Beauty wählt eindeutige Worte auf Instagram, um sich gegen Vorwürfe, sie sei eine schlechte Mutter, zu wehren. Patricia Ionell versus die Müttermafia. Jede Mutter kennt es, noch während das Baby im Bauch ist, erzählt einem schon jede Sternchen er. Wie man was wann warum und auf welche Weise unbedingt tun muss, und wehe, man entscheidet sich einen anderen Weg zu wählen. Genervte Neumamas nennen die Gruppe der Besserwisser-SternchenInnen die Müttermafia. Genau mit denen legt sich Let's Dance-Tänzerin Patricia Ionell jetzt an. Baby-Shitstorm auf Insta. Am 27. Januar enthüllte die schöne Blondine, dass sie und ihr Ehemann Alex Andrew Ionell, 27, Eltern geworden sind. Ihr kleiner Sohn heißt Noelis und darf sich auf Power-Eltern freuen. Immerhin sind Patricia und Alex Andrew Ionell nicht nur ein Ehepaar, sondern zusammen als Tanzprofis erfolgreich, klar, dass sie ihren Sohn tanzend im Leben begrüßen. Die stolze Mama postete ein Insta-Video, in dem sie und ihr Mann liebevoll und vorsichtig über das Parkett schweben. Der kleine Noelis sitzt in einer Trage an Mamas Brust und genießt den langsamen Rhythmus. Unser Baby liebt es, durch die Gegend zu fliegen. Egal ob in Papas Armen oder an Mamas Brust und vor allem, wenn wir tanzen und uns weich bewegen. Da fängt er an zu lächeln und schläft sanft ein, schrieb Patricia Ionell sichtlich bewegt zu dem Video. Natürlich lässt die Müttermafia bei solchen Bildern nicht lange auf sich warten. Unter dem Video sammeln sich anklagende Kommentare von Menschen, die meinen, es besser zu wissen. Mutter des Jahres wird man so nicht. Punkt. Schlimm, wo die Priorität liegt. Wochenbett ist wohl ein Fremdwort, stichelt ein User. Ein anderer meckert, pass auf dich auf, du bist im Wochenbett. Du darfst und solltest dich ausruhen. Auch unter der Gürtellinie ist dieser Kommentar, alles für den Fame. Oder das Geld?